So, wir haben ja einen Platz zum Gut bauen gefunden. Schöne Biome in der Nähe. Und jetzt werden wir uns hier einrichten. Ich finde es schön, dass die Crafting Bench es anders aussehen, je nachdem aus welchem Holz wir es schnitzen. So. Ja. Wir müssen uns teleportieren. Das machen wir auch schon mal. Haus 1. Also hier seht ihr zum Beispiel Lavendel. Das sind die Alpen. Hier hat es mega hohe Bäume. Hier haben wir Weizenfeld. Und alles mögliche ist in der Nähe. Das ist wunderschön. Aber wir teleportieren uns jetzt hier hin. Und nehmen das Wichtigste mal mit. Eigentlich die Sachen müssen wir nicht mitnehmen. Was wir brauchen ist Holz. Viel Holz. Dann Bambus. Die Sachen allround brauchen wir nicht. Ananas möchte ich pflanzen. Dann brauchen wir Golderz, Eisenerz, Lehm, wilde Karotten. Dann brauchen wir Fichtenholz. Leder bräuchten wir. Die Pilze können wir auch irgendwo hinsetzen. Maulbeerbaum. Die Kohle natürlich. Haben wir auch noch Kohle? Nö. Dann hier zum Beispiel nichts. Aber draußen haben wir noch ein paar Sachen. Was haben wir hier fertig? Die Strawberry. Die sind noch nicht gewachsen. Die nehmen wir mit. Die Setzlinge nehmen wir mit. Oh, schon wieder voll. Okay, dann gehen wir schon mal wieder zurück. Ups. Und, okay, wir haben hier alle. Und lagern die mal ein. Okay, das ist das erste Dorf. Dann haben wir halt das zum ersten Dorf gemacht. Dann ist das Spawn-Dorf und das ist das erste Dorf. Ja, wir werden jetzt hier noch kurz das Zeugs lagern. Und dann machen wir direkt einen Keller, wo wir ganz viele Sachen lagern können. Das möchte ich anpflanzen. Das möchte ich anpflanzen. Das. Das. So. Und diese Setzlinge. Birken können wir reintun. Eichen. Tropen. Tropenholz können wir auch reinlegen. Die Kohle. So. Oh, schaut euch mal den Himmel an. Da können wir die gleich hier unten setzen. So, machen wir hier einen längeren Ding. Und hier können wir noch die Ananas hinsetzen. Die wilden Karotten müssen wir anpflanzen. Die Büsche machen wir hier hin. Und die Jocada-Setzlinge hier unten. So. Wenn wir ein bisschen Holz fällen. Ja. Ach komm schon. Ich will gerade ausbauen. So. Okay, es ist morgen. Gut. Fichtensetzlinge. Setzen wir einen Fichtensetzling hin. So. Also, machen wir hier oben mal frei. Dieser Baum muss nicht unbedingt hier in der Nähe sein. Nicht mal ein Setzling. Ach komm. Ich wollte einfach... Ah doch, wir haben einen Setzling. Gut.
dann ist das Problem schon mal gelöst. So, wir müssen alles fällen, was hier oben ist. Wir wollen hier ein großes Haus bauen. Das nenne ich mal ein hoher Baum. So, reicht das schon als Größe? Noch nicht ganz. Den Baum noch weg. Ich finde die Texturen von dem extrem grässlich. Ich weiß nicht, von welchem Mod der war. Also man sah es. Kann es jetzt nicht gleich sagen. Aber ihr wisst es sicher. Oder habt es gesehen. Und ja. Man sieht Texturen nicht sehr schön aus. Von den Texturen heraus. Ich habe ja hier das Sparks BD Craft Texture Pack und dort sieht es nochmals um ein großes Stück besser aus. So, wir haben hier Erde. So. Jetzt müssen wir eigentlich hier noch ein bisschen mehr Erde hinpflanzen. Weil wir brauchen schon noch ein größeres Feld. Machen wir so ein Eckhaus, also ein bisschen eckig. Nicht viereckig, das mag ich irgendwie nicht mehr so. Wir müssen irgendwie Erde herkriegen. Da können wir eigentlich dieses Teil hier wegarbeiten. Ich möchte, dass es hier nur runter geht und nicht irgendwie ja so ist. Das ist Gerste. Okay. Es sieht zwar ja nicht schlecht aus, aber naja, wie soll man sagen, es passt halt nicht. Woanders ist es schön, aber in der Nähe von meinem Haus. Das ist leider nicht so schön. Da vorne haben wir noch einen blauen Baum. Okay. Okay, das reicht. Da müssen wir ja nicht mal die Insel kaputt machen, irgendwie. Einfach nur hier hinsetzen. Machen wir hier noch so eins runter. So. Und hier weiter. Okay, dann haben wir so ein rundliches Haus. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir das Holz wieder haben. Oh, hier ist eine schon gewachsen. Sehr schön. Da unten haben wir noch eine Birke, die türkise Blätter hat. Okay. So. Gibt es Setzlinge? Kein Setzling. Ah doch. Irgendwie ist es sehr komisch mit den Setzlingen. So wenig kommt. Ist schon ein bisschen schade. Fäll dich. Okay, keine türkisen Blätter. Doch, da. Setzlinge, meine ich. Aber wenigstens immerhin immer wieder
Irgendwie will ich das schon ein bisschen lassen, aber sieht halt ein bisschen wild aus. Darum nur ein bisschen auf Entfernung. So, gehen rein. Machen diesen Baum auch hier weg, der sieht so grässlich aus. So, legen das Zeugs mal hier rein. Tun die Sets, die Erze raus. So, Erze hier rein. Gut. Wir sollten da noch meinen, das machen wir am besten an einem anderen Ort. Hier sind die Chocada-Setzlinge. Die tun wir jetzt überall hin pflanzen. Dann wird wir hier in der Gegend die haben. So, und noch ein paar hier, also einen hier oben. Damit der wenigstens besser wächst. So. Und jetzt gehen wir meinen. Wir werden einfach hier am Spawn unsere Mining-Grube machen. Zum Beispiel hier machen wir irgendwo eine Mining-Grube. Ich wollte eigentlich teleportieren. Ich wollte teleportieren. Wieso ist denn das verpackt? So, suchen wir uns hier eine Mining-Grube, werden die halt nochmals kennzeichnen, wo wir einfach so von Natur aus graben. Die Kohle nehmen wir dann euch nicht mit, aber eigentlich will ich hauptsächlich Kohle abbauen für den Ofen. Ah, hier zum Beispiel. Ja. Okay. Mining Grube. Dann werden wir uns hier irgendwie uns runterbauen. Wenn wir es könnten. Und der Sand fällt hier nicht. Ah, das ist Sandstein. Das sah kaum schon. Wie zum Beispiel hier runter. Bauen hier die Kohle ab. Sehr schön. So, Redstone. Können wir ein paar mitnehmen. Noch mehr Kohle, sehr schön. Also hier gibt es auch größere Erzklumpen. Wenn wir Erz finden, dann in großen Mengen. Das ist sehr schön. So, mehr brauchen wir gerade nicht. Gehen hier runter und nehmen hier die Fossilien mit. So, am besten ganz runter. Da hat man dann mehr Chance auf bessere Erze. Nehmen hier das Silizium mit. Das Gras können wir auch mitnehmen. Was haben wir denn alles hier? Noch mehr Fossilien. So. Ah, hier geht es ja noch weiter. Hier haben wir zum Beispiel einen Permafroststein. Gut. Aha. Hier haben wir haben einen Wassereimer. Können wir mal Obsidian abbauen? So. Bauen wir nur das Obsidian ab. Ich will aber kurz die Dinger holen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Goldbärenbusch. Haben wir noch Platz? Ja. Und dieser Busch möchte ich auch mitnehmen.
So, können wir zum Beispiel hier das Obsidian abbauen. Nimm mit. So, nehmen wir das Gold noch mit. Dann haben wir doch mal so schon etwas sehr, sehr Schönes. Nämlich viel Obsidian. So, Diamanten werden eigentlich jetzt zur Nebensache. Weil wir die so viel finden. Und die halt auch herausstechen. Man nimmt sie eigentlich automatisch mit noch. Ja, machen wir uns einen Zaubertisch, genau. Und ein Netherportal. Das Netherportal können wir dann bei den Alpen machen oder so. Können wir so einen Tempel machen in den Alpen drin. Und ja, ich habe so viel geplant und jetzt habe ich endlich mal einen Mod, wo man in Ruhe bauen kann und so. Wo die Monster nicht an sind, also ich werde die Monster natürlich schon anmachen, immer wieder. Aber natürlich nicht an einem Ort, wo halt man Sachen kaputt machen kann. Also die Monster machen Sachen kaputt machen können. So, wir brauchen eine große Menge Obsidian. Wir brauchen 14 Stück für das Portal. Dann noch 4 Stück für Crafting Table. Und da können wir noch ein paar andere Sachen machen. Also es gibt sehr viel zu machen aus Obsidian. Also genau zwei Sachen eigentlich, die wir unbedingt brauchen, aber es gibt noch mehr Sachen, wo man machen könnte aus Obsidian. Wir könnten ja kurz schauen, was man aus Obsidian machen kann. Und hier unten ist sogar noch Diamant. Ah, ein Leuchtfell könnte man machen. Eine Endertruhe, ja. Da brauchen wir ein Enderauge. Ein Trank, ein Tank. Okay. Ein Farbmix. Eine XP-Dusche. Eine XP-Dusche. Okay. Eine Schallbrille. Leuchtfell wieder. Eine Landmine. Könnten wir auch mal machen. Item Collector. Player Interface. Das ist doch mal etwas, das. Ein Player Core kann man so machen, okay. Ja, gibt sehr viel zu tun. Zu craften aus dem Obsidian. Und wieso ist der Obsidian aus dem Chisel Mod? Verstehe ich jetzt nicht. Also wir haben 11, wir brauchen noch 7. Oh, ich denke immer noch daran, was man so für schöne Häuser bauen könnte, wenn man nur ein bisschen Geduld hätte. Aber ja, wenn man irgendwas, ein Ziel hat, dann hat man auch Geduld. Und das Ziel habe ich jetzt und ich möchte ja auch euch ein gutes Let's Play bieten. Und dieser Mod, also dieses Modpack ist einfach nur wahnsinnig geil. Und eben, ich kann immer wieder Mods rein tun. Wenn ihr irgendwelchen Mod habt, den ich gern drin haben wollt, dann kann ich den rein tun. So, komm. Ah, wir haben schon 18. Nehmen wir 20. Dann können wir das Portal noch ein bisschen nachschmücken oder so. So. Da mich noch interessiert, was am Ende dieses Ganges ist, möchte ich noch kurz. Nicht in diese Richtung. In diese Richtung. Schauen, was hier ist. Diamanten. Nehmen wir die Diamanten noch mit.
Dann haben wir mal auf Vorrat schon mal recht viele Diamanten. So, das Redstone nehmen wir noch mit. Können wir Redstone Ding mal draus machen. Redstone Blöcke. Nehmen wir das raus, das Reis. Das hat sich irgendwie in die Mine mit verirrt. So, zurück teleportieren. Und jetzt müssen wir hier, machen wir mal alle Bären auch hier rein. Die Diamanten von hier unten. Hä? Aha, wir haben die gar nicht reingelegt. Das letzte Mal. So, das Grünzeug nicht. Gut. So, ein Buch haben wir. Ding haben wir. Diamanten haben wir. Da machen wir uns einen Crafting Bench. So. Gut. Also ein Crafting Bench, ein Zaubertisch, ein Soccer Table oder wie das heißt. Gut, dann haben wir sicher bald noch neue Bäume. Den Garten könnte ich noch machen. Dazu werde ich mir... Wir könnten den Garten hier unten machen. Dann ist es auch in der Nähe des Hauses, stört aber nicht. Dann mache ich hier mal irgendwo. Brauchen wir gar nicht. Okay, weil direkt in der Nähe ist Wasser. So. Ich mache hier noch Erde hin. Haben wir gerade nicht. Ach egal, machen wir es einfach so. 1, 2, 3, 4, 5. So. So, hier machen wir den Garten hin. Jetzt brauche ich noch eine Räche. Ich brauche sowieso hier noch ein... Wieso nur drei? Ein Workbench in der Nähe. Den mache ich hier unten hin. Und jetzt machen wir uns eine... Diamanthacke. So eine Verschwendung ist das ja nicht. Und hier mache ich unseren zweiten Garten. Haben wir schon einen zweiten Garten. So, was gibt es zu setzen? Tomaten, Strawberry, Samen, sehr wichtig. Kaffeebohnen. Und ja, jetzt brauche ich noch einen Eimer Wasser, bitte. Huh. Ah, da unten ist ein Stollen, den erkunden wir auch noch. Nach Truhen, dort drinnen sind auch Ender Eggs und so weiter. Du behältst nicht diese Kunst. Ah, das ist vom Witcher-Remote, okay. Aber irgendwie fehlen hier diese diese Pyramiden, also diese kleinen Häuschen mit den Scrolls drin. Aber der Witcher Remote ist ja auch hier drin, oder? Oder ist der nicht drin? Hm. So, ich werde jetzt noch die Setzlinge holen oben. Ich möchte den noch setzen. So, dann haben wir einen schönen violetten Wald. So,
alle Setzlinge, Alraun nicht, Gersten, Wasserartischocken, Melonen, Mutantis, ja, Witcher ist drin, Samen, Kaffeebohnen, ja, Kaffeebohnen nicht, die sind für nichts gut. Und sonst, okay. Ja. Mir fällt jetzt gar nichts ein. Ah ja, wir machen nach eine große Weide. Also wahrscheinlich werde ich die restliche Fläche verwenden, um ja, halt Weiden anzupflanzen. Die kann man nicht hier. Die kann man wahrscheinlich nur im Wasser anpflanzen, ja. Dann machen wir hier eins hin. Und die Melonen möchte ich auch nicht hier anpflanzen. Die möchte ich hier unten anpflanzen. Ja, hier. So. Ding haben wir nicht, Zuckerrohr. Ja, dann werden wir die Ding, den Stollen mal erkunden. Ich habe eine Kartoffel. So. Hier haben wir noch Strawberry. Gut, dann gehen wir nach oben. Und werden uns vorbereiten für den Stollen. Werden noch hier die Bäume fällen. Dann haben wir schon bald das Haus wieder. Wir haben noch keine Setzlinge. So. Setzlinge, wo seid ihr? Einen Setzling habe ich. Aber nur einen. Ach, schade. Haben wir Verlust gemacht in der Anzahl Bäume? Ah, hier haben wir ja. So. Hier haben wir ja die Bäume. So. Und so. Und jetzt gehen wir in den Stollen und schauen uns diese Weitsicht an. Ah. Wir hätten vielleicht die Berge noch ein bisschen schöner designen, wenn wir mal Zeit haben. Aber jetzt noch nicht. Ich möchte, wenn wir Ding haben, einen dabei haben. Wenn wir, wenn wir eine Fledermaus sehen und ich will den, der, dieser abkratzen. So. Weil ich will fliegen auch ohne Ding können. Ohne Fledermaus möchte ich fliegen können. Ich bin nun mal so ja, bequem. So, schauen wir mal in diesen Stollen hinein. Was wir denn so haben. Also hier ist schon mal nichts. Gold brauchen wir nicht mehr unbedingt. Nehmen wir hier noch die Kohle mit und den Quantum Dust, genau. Nehmen die Schienen mit. Hier auch Quantum. Aluminium können wir auch mitnehmen. Zinnerz. Okay, lassen wir das in Ruhe. Das Zinnerz braucht ein bisschen lange zum Abbauen.
So. Müssen wir nicht mal mit Wasser nachhelfen. Gut. Quantum Dust abbauen, bitte. So. Hier ist nichts. Nö. Silizium brauchen wir nicht. Der nächste Gang führt auch ins Nichts. Sackgasse. Hier können wir runter. Gehen wir mal runter hier und schauen. Ja. In ein Nichts. In eine Sackgasse. Schade. Ah, hier haben wir Permafrost. Okay. Noch ein Permafrost. Gut. Hier haben wir Saphir sogar noch. Quantum. Haben wir ein Material zum Bauen. So. Ja, hier haben wir eine große Höhle mit nicht viel Sachen. Nö. Gehen wir weiter. Hier haben wir nochmals Permafrost irgendwo. Ah, nein. Aber hier. So. Hier ist der Stollen leider schon vorüber. Ich möchte aber noch weitergehen. Ein Stein. Was ist das? Eissplitter. Okay. Hier haben wir schon mehr Erfolg. So, nehmen wir die Fäden noch mit. Ah, hier geht die Mine schon ein bisschen weiter. Hier haben wir zum Beispiel Fossilien. Sehr schön. So. Noch mehr Quantum Dust. Keine, Minenkarren. Das ist nicht so gut. Hier haben wir aber noch Fossilien. Ja, da kann man Raptoren machen, kann man T-Rexe züchten, alles mögliche. Das werde ich natürlich auch anschauen. Was denn sonst? Werde ich noch ein bisschen Marmor mitnehmen. Das können wir immer gebrauchen. So als Ergänzung zum Holz. Oh Gott. Ich sehe nichts. Hallo. Ich sehe nichts. Oh Gott. Ist nicht gut, wenn es hier Öl hat. So, jetzt
zurückverhandeln. Weg mit dem Öl. Und jetzt habe ich mich verirrt. Ich glaube, in diese Richtung sollten wir gehen. Ja, scheint richtig zu sein. Also, da waren wir noch nicht. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Nehmen noch das Quantum Dust mit. Ah, hier hat es noch eine Ebene. Was haben wir hier übrigens? Wieso sind wir so schnell? Wir haben immer noch den Link an. Wieso sind wir so schnell? Jetzt sind wir nicht mehr schnell. Dann gehen wir kurz nochmals zurück. Vielleicht haben wir hier irgendwas in der Nähe, das uns schnell macht. Man sieht es leider nicht. Aber hier sind wir schneller. Okay, egal. T. Und jetzt einlagern. Zum Beispiel diese Teile hier und hier auch alles einlagern. So. Ja, da haben wir schon viel entdeckt, aber leider nicht das, was ich wollte. Jetzt sieht die Gegend noch ein bisschen schöner aus mit diesen Bäumen. Und das nächste Mal werden wir das Haus bauen. Halt, nochmals bauen. Weil wir ja schon eins gebaut haben, das ja noch nicht fertig ist, aber das wir auch nicht fertig lassen. Und ja, da kommt das Spannere der Zeug noch dran. Aber eben das nächste Part. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, sagt warum. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder so habt, dürft ihr die gerne posten. Ich, ja, finde es gut, wenn ihr mitmacht. Wenn ihr nicht mitmacht, ist es egal. Aber eine Community lebt ja vom Mitmachen und nicht vom Dämmchen drehen und so weiter. Also, ich werde jetzt ja Pause machen und ihr dürft die weiteren Videos schauen, wenn ihr wollt und alles Mögliche. Aber ich erzähle irgendwie nur Mist. Dann beende ich jetzt und sage bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss.